Hallo, ich grüße euch hier bei Shoki Banoki New Television TV zu Daily, eurer Extraportion. Tageswissen. Tageswissen? Sag's doch. Nein, Angeberwissen. Ach so, ja, Tageswissen, was erzähl ich für einen Scheiß? Angeberwissen. Außerdem ist es nicht die Extraportion, sondern die Tagesdosis Angeberwissen. Das hat mich total aus dem Konzept gebracht, was du da erzählst. Ja, das mache ich mit Absicht. Ach, ja, genau. Also, heute am 14. Oktober hat ja wer Geburtstag? Das weiß ich nicht. Ja, aber jetzt erzählst du dir, Usher hat Geburtstag. Ja? Das ist mir auch egal. Verstehst du? Da stand der Vater am Wickeltisch und hat sich gedacht, wie nennen wir den denn? Und hat die Mutter gesagt, Usher wäre gut. Und er so, oh, das ist eine gute Idee. Und haben sich anstatt, dass er... Ja, egal. Was war noch am 14. Oktober? 1960 ist Deutschland Kinostart gewesen von Ben Hur. Ben Hur? Hast du den gesehen, Ben Hur? Ja, den habe ich mal gesehen. Echt? Hast du mal gesehen? Ja, super. Ja, normalerweise ist der Till dafür bekannt, dass er so gut wie gar keine Filme sieht. Er hat ja erst vor 3 Tagen damit angefangen, Kinofilme zu gucken. Ja, aber Ben Hur mit Charlton Heston. Richtig. Also das Original. Natürlich. Durch irgendeinen Abklatsch. Gibt es davon einen Abklatsch? Da gibt es einige Abklatsche. Abklatschen? Ja, genau. Ja. Am Nein, 14, aber das Original. Am 14. Oktober, in welchem Jahr erschien? 1960. 1960, genau. Ja. Am 14. Oktober 1990. Hat einen Oscar gekriegt. Also mindestens einen. Ja, ich bin doch schon links weiter. Naja. Am 14. Oktober 1989, Kinostart in Deutschland von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Wie geil ist das? Hast du den gesehen? Welches Jahr? 1989. Oh. Ja. 29 Jahre später von Ben Hur. Hast du den gesehen? Also Ben Hur schon. Ja, aber Indiana Jones kennst du nicht? Hast Nein. du überhaupt einen Film von Indiana Jones gesehen? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, was machst du denn den ganzen Tag? Der die ganze Zeit ist er sich selbst am Film, weißt du, mit Till und seinem Vlog, ja? Macht er so hier diese ganzen Vlogs und sowas. Und jeden Tag kommt ein Video auf seinem Kanal, ja? Aber film dich doch mal beim Filme gucken. Ja, das geht rein rechtlich nicht, aber... Du kannst auch dich filmen, während du einen Film guckst. Du musst ja nicht den Film zeigen. Ja, das ist ja total spannend. Ja, aber da guckst du wenigstens mal Filme. Das ist eine Katastrophe. Hast du wenigstens... Also, wer meine Vlogs guckt, der weiß, dass ich sehr oft Film- und Serienkritiken abgebe. Aber für was denn? Du musst sie auch mal sehen. Ja, das sind ja auch Sachen, die ich dann gesehen habe. Aber was guckst du denn so? Wahrscheinlich aktuellere Sachen. Noch aktueller als Indiana Jones. Ja. Soll es ja bald ein 5. Teil oder sowas. Kennst du den? Ach, egal. So, jedenfalls. Es soll bald, kennst du den? Ja, ja, ist egal. Ah. Hast du den 4. schon gesehen? Das frage ich. Ja, was war am 14. Oktober noch? 1915. 1915. Ist schon ein bisschen länger frisch. Hat Bulgarien Serbien den Krieg erklärt. Ach so. Ja, und ist quasi an Seite der Mittelmächte quasi dann in den... Ersten Weltkrieg eingetreten. Mittelmeermächte. Mittelmächte? Mittelmacht. Mittelmächte. Heißt das so? Mittelmächte, ja. Das okay. sind die Mittelmächte. Ja. Und das ist Bulgarien. Warst du schon mal in Bulgarien? Nein. Warum frage ich überhaupt? Ich war da schon in Sofia, ne? Und ich fand Sofia schön, aber grau. Ich kenne eine Sofia. Ist die auch grau? Nein, aber auch schön. Auch schön, ja. Sofia, schön bist du und bald grau. Also, das kann ja nicht lang dauern, ne? Weil du bist ja auch schon ein älteres Semester. Und wenn du eine Sophia kennst, kann die auch nicht mehr so jung sein, oder? Nein, sie war jünger als ich. Sie war jünger und hat sich überholt, oder was? Du erzählst eine Scheiße heute. Auf jeden Fall Indiana Jones musst du dir reinziehen, das ist ganz wichtig. Okay. Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones und Tempel des Todes, letzte Kreuzzug, den 4. Teil habe ich vergessen, weil er kacke war. Ja, das war heute der 14. Oktober. Ziemlich aggressive Sendung, finde ich. Aber nur darauf geschuldet, weil der keine Ahnung hat. Till und sein Vlog ist der Kanal von dem. Schaut mal, da geht es ein bisschen gediegener zu, glaube ich. Ich sage Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Ciao.